Ich bin im Plaza Club. Wann bin ich das letzte Mal in einem Club gesehen? Ja? Gut, wenn ich hier in den Raum schaue, wann sind ihr das letzte Mal in einem Club gesehen? Aber ich habe ja mal 6 Jahre nicht geraucht, nicht gesoffen, nichts mit Frauen gehabt. Und dann bin ich in die erste Klasse gekommen. Kollegen mit Migrationshintergrund, oder? Die haben schon so mit 12 den Körperbau vom Vater und die Gesichtsbehaarung von der Mutter. Oder? Ja, natürlich, wenn ich zum einen mit dem Thema Kind und krank sein selber einen grossen Bezug habe. Ich habe eine Lungenkrankheit, ich war viel Zeit im Spital, bin jetzt zum Glück nie auf Kinderspitex angewiesen. Andere haben das Glück nicht. Ich bin mit einer Familie aufgewachsen, also mein Cousin ist schwerst behindert durch einen Autounfall. Und ich weiss, was für eine Familie heisst, ein schwerbehindertes Kind zu haben, wo 24 Stunden etwas braucht. Das ist ein riesen Mehraufwand, das sind viele Ängste auch rum. Und da ist natürlich so eine Organisation wie Kinderspitex, die mal für zumindest ein paar Stunden ein bisschen Entspannung geben kann, natürlich Gold wert. Ich habe meine Arbeit als Kindergärtner damals viele Familien kennengelernt, die Hilfe nötig hatten. Und ich selber habe die Ausbildung nicht, dass ich diesen Familien mithelfen könnte. Dann mache ich das, was ich kann, zu erzählen und sammeln mit dem Geld. Nein, also weniger mit den Kindern. Tätig werden wollen, etwas gestalten wollen, etwas machen wollen. Du nicht basteln. Du nicht wachen! Heißt es doch wirklich so? Oder hast du auch jugoslawische Eltern, die sich gedacht haben, wenn er Alain heisst und nicht Dragomir, dann hat er eine bessere Chance im Leben? Ich glaube, heilen und genesen tut man schon an dem Ort, wo man sich am wohlsten fühlt. Und das ist halt bei den meisten Leuten und natürlich auch bei den Kindern, vor allem die Hause. Für die Erwachsenen ist es ganz selbstverständlich, dass es Spitex gibt, aber für die Kinder eben nicht. Und das vergisst man vielleicht auch ein bisschen. Und Kinderspitex macht in diesem Fall einen grossartigen Job, denen Kindern zu helfen, die effektiv Hilfe brauchen. Die Kinder sind unsere Zukunft und unsere Hoffnung. Und wenn man denen helfen kann in schwierigen Situationen, dann bin ich auch dabei. Und bei an und für sich klingt zwar blöd, wenn man selber sagt, ich war ein Wunderkind. Ich habe also mit 7 schon fast so viel gewusst wie heute. Und meine Lieblingsfrage. Es war recht. Ja, es war recht. Nein, Entschuldigung, was bedeutet das? Humor ist für mich immer ein emotionales Ventil, das etwas auslöst, das Gefühle auslöst. Für mich ist auch, wenn ich schwierige Situationen hatte im Leben, jetzt auch mit meiner Krankheit, dann habe ich immer versucht, das mit Humor zu verarbeiten. Und ich muss sagen, das hat sehr gut funktioniert. Man kann nicht nur immer brüllen, wenn es um etwas Schweres geht. Humor ist ein gutes Ventil zum Dampf ablassen, auch wenn man mal eine Pause machen vom Elend. Was auch immer im Leben einem passiert, wenn man Zugang findet, das mit Humor zu nehmen und das in meinem Fall humoristisch zu verarbeiten oder in anderen Bereichen einfach mit Lachen zu bearbeiten, dann geht es besser. Und wenn man dann auch noch einen Menschen begeistern kann, der ein Nötchen locker macht, dann unbedingt viel Humor.